Ne? Nabend. Unser neues Format, eins von vielen. Ah ja, da sind wir ja. Schön, dass ihr da seid. Folge X, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Vier, wir beide haben jetzt schon vier. Vier. Robin, der Chef der Bar mit am Start. Schön, dass du da bist. Der Kanal wächst und gedeiht. Ich sehe es ja. Ich habe heute nochmal drauf geguckt. Ist weird, mal sich selber in so einem YouTube-Kanal mit Videos, mit eigenem Format zu sehen. Ja. Hatte ich ja schon mal versucht mit einem Kumpel. Hatte ich ja schon mal versucht mit einem Kumpel. Krypto-Nerds. Die kommt alles nach Krypto. Genau, Krypto-Nörung. Aber ist ein bisschen in die Binsen gegangen. Jetzt kann ich mich hier festzecken. Ist auch okay. Ist okay für mich. Mit der Welle schwimmen, ist immer wichtig. So, erstmal, was zu trinken für uns heute. Naja, da jetzt die ganzen Nerds zu Hause sitzen, dachte ich mir, ich helfe mal ein bisschen mit einem Rezept, um was aufzupeppen. Mhm. Und zeige mal, dass man natürlich mit ein paar Stücken Limette so eine Cola gleich viel gesünder machen kann. Wow. Eiskalte Cola mit Limette. Ja, vielen Dank, Robin. Cheers. Ist natürlich nur Cola, nur Limette drin. Mm. Oh ja, oh gleich, ja. Gleich ein ganz anderer Drink, oder? Aber wie gut kann ein Cola schmecken? So kann man auch einfach mal ein paar Vitamine zu sich nehmen. Oh, so kann man auch eine Niederlage verkraften. Siehst du, runter damit. Mm. Ich war ja jetzt zwei Tage nicht hier. Was ist in den letzten zwei Tagen so passiert? Bin ich schon mal auf den neuesten Stand. Gab's was Geiles? Highlights? Boah, ey, die Tage rennen. Du denkst, wenn du 12 Stunden live bist, plus noch irgendwie vorher und nachher hier bist, irgendwie, da gibt's ja, also... Es verschmilzt alles so. Es verschmilzt wirklich alles. Das ist ein guter Punkt. Ja, verschmelzen. Also, ich verliere komplett den Überblick. Ich mach mal das Notebook noch an. Vielleicht greifen wir es sogar ab. Ich meine, Kabel reingesteckt. Vorbereitet sein ist nie verkehrt. Ist super, ne? Aber ich kann mich erinnern, ich habe... Am Sonntag, was ist heute für ein Tag? Montag? Heute ist Dienstag? Mittwoch? Dienstag? Ja, Dienstag. Dienstag. Am Sonntag haben wir ja den den EPT-Tour Cup in StarCraft gecastet. Der ging sowas von ab. Silvano war hier live vor Ort neben mir. Wir haben fast 4.500 Zuschauer im Stream gehabt. Habe ich zwischendurch tatsächlich gesehen, Wahnsinn. Ja. Also das war Wahnsinn. Die Leute sind komplett nuts gegangen. Wir haben bestimmt 300 neue Subscriber oder so. Ich habe keine Ahnung, wie. Es waren so viele. Es war wahnsinnig. Also wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig gut vor allem. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten noch eine DJ-Session am Sonntag. Wir hatten einen Pretty B, den Basti aus Köln hier. Sehr sympathischer, cooler Typ. New School Rap, Hip-Hop gespielt. Daran kann ich mich noch erinnern. Gestern gezockt. DJ-Session wieder von Micha, während ich gezockt habe. Ach du Scheiße, ja. Und dann gab es das Schönste des Tages. Mhm. Jacuzzi mit zwei alten Männern und Brustbehaarung und ganz ehrlich, der Micha ist bei mir im Ranking ein bisschen gefallen. Wieso? Denn der hat ein Tattoo und es ist nicht das Tattoo, was mich stört. Nicht per se, aber das, was draufsteht. Einfach nur so in Schrift sein Geburtsdatum so auf die Brust hier draufgeschrieben. Sein eigenes? Ja. Genau. Und da habe ich halt so gedacht. Das ist bedeutungsvoll. Klasse. Also, weißt du, das Ding ist, ich habe zwar kein Tattoo, aber ich wäre auch nicht abgeneigt, eins zu machen. Aber wenn ich eins machen würde... Also wenigstens mal das Erste. Oder ich bin jemand, der möchte einfach viele Tattoos haben. Okay, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen verstehen. Aber sorry, Bro. Also ein Tattoo nur mit deinem Geburtsdatum auf deiner Brust und dann ziehst du dich aus und die Frau so vorm ersten Mal so, ja, nein. Okay, lass uns gehen. Also, ja, es würde mich abtören. Er ist verheiratet, also irgendwie muss es geklappt haben. Ja, ja, natürlich, aber die hatten ja auch ihr erstes Mal erst nach der Heirat. Ach so, schön. Ich meine, was soll ich dir sagen? Traditionell, jedem das seine, jedem das seine. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber ist jetzt für sie halt kacke, ne? Tut mir leid, Lisa, also. Ja, wir hatten gerade unsere Pen-and-Paper-Runde gestern, als das dann passiert ist und haben nochmal ganz kurz rüber geguckt, haben dann aber auch ganz schnell wieder weggeguckt. Also, das Tattoo ist mir nicht aufgefallen, aber schön, dass ihr Spaß hattet. Ja, na, achso, war so okay, sag ich mal. Also, gab schon... Auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Ja. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Es war aber auch recht angenehm. Also, ich will mich nicht beschweren. War ganz cool. So, Chat ist jetzt übrigens auch auf. Sag mal, was ich immer noch nicht weiß, wie macht man den Chat denn standalone? Geht das überhaupt auf der Desktop-Version? Ich kenne das nur aus der App. Nee, man kann das. Ich habe das hier immer, hier sehe ich das immer, dass wir das irgendwie, alle wissen, wie das geht, nur ich nicht. Es ist unglaublich, ganz ehrlich. Also in der App weiß ich, da ist ein Klick, boah, so da, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kriege ja noch nicht mal hier den. Okay, es ist unfassbar. Das Krasse ist, ich weiß nicht mal, wie ich das jetzt hier wegkriege, was ich gerade gemacht habe. Ah ja, okay. Technik Take für Profi. Zahnrad unten im Chat. Dann Pop-out. Chat anhalten. Gelöschte Nachrichten. Chat-Einstellung. Ich finde das nicht. Ich guck mal direkt mit.
Nur Emote-Chat, nur Follower-Chat, Slow-Modus, aktuelle Raids ansehen. Zu Nicht-Mod-Einstellungen. Okay, ich bin einfach blind, ne? Okay, es könnte vielleicht was sein, was wir dieses Mal vorher machen sollen. Absolut, ich dich. Ach du Scheiße, habe ich das gerade richtig gesehen? Was denn? Warte mal, ich bin direkt auf Twitch gegangen, twitch.tv. Dennis, du alter Krefelder, ja moin! Liegt das jetzt? Ne, ich bin noch nicht mal angemeldet. Ach, da ist er. So, jetzt habe ich es gefunden. Twitch-Chat. Zip, 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 zip. Und dann Pop zu Nicht-Mod. Ah, Nicht-Mod-Einstellung. Das war eine wichtige Info. Und dann Pop-Out-Chat. Nice. Denn dann. Ja, du hast es hinbekommen. Kann ich ein bisschen größer machen, dann kann ich es auch lesen, was da passiert tatsächlich. So. Zack. Zack, sauber. Ja, aber da sprichst du schon was ganz Gutes an. Community mit einbinden. Ich habe auch mal in den Discord-Channel Themenvorschläge für den Bartalk reingeguckt. Und da gab es tatsächlich schon drei. Mm. Ich würde da jetzt einfach mal was vorlesen und gucken, ob du da oder wie du darauf eingehen möchtest. Ich konnte die Frage jetzt zum Beispiel überhaupt nicht beantworten. Das ist einmal von Sheepshooter. Mich würde interessieren, wie und was ihr mit den Einnahmen macht, die ihr aktuell erarbeitet. Gibt es dazu Pläne oder Ähnliches? Ich könnte mir da was denken. Halt den Laden am Laufen halten. Das wäre so meine erste Antwort. Genau, aber also ich glaube, ich hatte es heute auch nochmal in der Show erwähnt. Aber klar, also alle Einnahmen, die wir hier gerade generieren, beziehungsweise das ganze Konzept, die ganze Idee ist ja daraus entstanden, dass wir vor anderthalb Wochen gesehen haben, okay, das Ganze wird jetzt sehr ernst, alle unsere Events werden abgesagt. Vielleicht da nochmal kurz zum Verständnis. Wir haben offiziell 36 Menschen, die bei uns bezahlt werden, plus nochmal 4 Praktikanten, also wir sind irgendwie knapp 40 Leute. Und wir sind im Prinzip eine Eventagentur mittlerweile. Also wir machen Live-Events, wir machen die ganzen Produktionen, die Regien, wir bringen die Leute dahin, wir bauen das auf, das ist alles unsere Technik. Wir organisieren, konzipieren Events. Bloß gerade denkt keiner daran, Events zu machen oder die zu konzipieren, geschweige denn gibt es die Möglichkeit. Sie dürfen es auch teilweise nicht. Und alle unsere Events, die wir geplant haben, wir haben dieses Jahr wirklich einen richtig geilen Start gehabt, muss man fairerweise so sagen. Also wir haben echt schon echt dieses Jahr ein paar geile Sachen gemacht und noch super viele wären genau, jetzt wären so die ersten Sachen schon gewesen, Tekken wäre schon gewesen, wir hatten ein Fortnite-Event geplant, ein richtig fettes mit Epic Games und noch einige andere Sachen. Wir hatten ein Riesen-Event in Kanada gehabt, möglicherweise passiert das irgendwann noch, aber nicht mehr demnächst. Ja, aufgeschoben ist ja nicht immer. Ja, genau, manche Sachen fallen natürlich aus, auf der TwitchCon wären wir sehr aktiv gewesen mit sehr vielen Mitarbeitern, das ist natürlich komplett ausgefallen, das ist sehr ärgerlich. Ja, und das bedeutet für uns, die Leute sind jetzt im Homeoffice, respektive dann auch in der Kurzarbeit. Klar, die Bar ist zu. Dazu können die Leute halt eben nicht mehr ihren Job genauso nachgehen, wie sie es sonst im Tagesbetrieb machen würden. Da bin ich natürlich das beste Beispiel für. Jo, die Bar ist halt komplett geschlossen, ne? Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich werde jetzt nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun, sondern ich überlege mal, was kann ich machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mal früher live gestreamt und das damals in alten Zeiten ganz okay. Warum nicht wenigstens versuchen, also klar kann jetzt vielleicht ein Stream nicht das ganze Geld sozusagen kompensieren, aber jeder Euro, der reinkommt, über Subscription, über Revenue, Werbung, Partner, Donations, alles, bringt halt was. Und mittlerweile muss ich sagen, also ich meine, klar, es ist natürlich nicht genug, irgendwie 40 Mann-Unternehmen zu finanzieren, aber jede Unterstützung ist jetzt gerade echt, du merkst es so. Also merkst du, krass, 800 Subs gebrochen. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist halt krass so, ne? Und die Leute unterstützen das und die ersten Partner springen mit aufs Boot. Und das habe ich ja hier immer ganz klar kommuniziert. Natürlich möchten wir Partner mit reinnehmen. Ja. Wir wollen keine Partner reinnehmen. Also ich kann auch jetzt schon sagen, wir nehmen keine Partner rein, auf die wir keinen Bock haben. Und wir haben tatsächlich dem ersten abgesagt. Also wir hatten einen Partner, der wirklich viel Kohle hat. Wirklich viel Kohle. Das wäre der größte Sponsor gewesen, den wir wahrscheinlich seit langem gehabt haben. Aber ging um Betting. So, und dann habe ich gesagt, Betting, also hier wirklich E-Sports-Wetten abschließen. Oh. Ne? Und habe ich drüber nachgedacht, ich persönlich, ey, mir ist das egal, aber ich weiß, viele Leute können damit nicht so gut umgehen. Geld, in so einer Phase jetzt Geld in Wetten reinschmeißen, weiß nicht, wir müssen alle, glaube ich, also gebt euer Geld sinnvoll aus. Und ich kenne Leute, die schmeißen dann 500.000 Euro rein und denken, ach komm, es wird schon. Und das ist Geld weg. Und dann kommt es auch nicht mehr wieder. Keine gute Botschaft. Exakt. Und das möchte ich auch nicht unterstützen. Hab noch eine Barkarte vom HSC 18. Nehmt einen Whisky-Cola mit Orangenscheiben, wird die gleich. Die ganzen Marketinggelder, die sonst ins Fußball gegangen sind, bei E-Sport natürlich jetzt funktionieren. Und jetzt sind die auch bereit, fette Gelder auszugeben. Das ist natürlich clever, klar. Natürlich, ne? Und wir sind natürlich eine Anlaufstelle von vielen oder von einigen. Und da hätten wir jetzt richtig Kohle abstauben können, ne? Aber
Das eine ist, man möchte Unternehmen noch ungefähr 20 davon und haben. Geld einnehmen, damit man sich schiert 100 Bits. Aber dann gibt es auch so Sachen, wo du also sagst, nee, moralisch kann ich das nicht unterstützen. Ja, einfach mit dem Bild, was die Firma repräsentiert. Ja, ne? Und auch für die Leute, die uns anschauen, wo ich sage, nee, das möchte ich für euch nicht so. Also wenn ihr das privat macht, das ist total cool, macht das. Ich kenne auch genügend Leute, die selber Betting machen, aber die Leute, die ich kenne zumindest, die kriegen das irgendwie halbwegs hin, das halbwegs in den Griff zu kriegen, dass jemand, mein Gott, Spielgeld. Sollen die halt, wenn die Vollzeit arbeiten, Fuffi im Monat rausschmeißen und dann ab und zu gewinnen sie vielleicht auch mal 10 Euro oder so, aber ja. Naja. Deswegen ja, jeden Euro sinnvoll nutzen. Unser Ziel ist es, wir machen ja jetzt ja zweimal die Woche auch ein Video-Team-Meeting mit allem Mann. Das war abenteuerlich, ja. Das waren eine Menge Leute und ja. Es war noch nie ein Team-Meeting gehabt mit dem Team, wo alle Leute überpünktlich da waren. Ich war so, hier sind gerade jetzt schon 25 Leute drin oder so, oder 27 waren schon, es war so 5 vor 9 hatten wir es. Ja. Wir hatten um 9 Uhr das Meeting und es gab noch nie ein Meeting, wo 5 vor 9 Leute überpünktlich drin waren. Ich so, okay. Tatsächlich war ich sogar der Erste. Weil ich kenne meinen Techniker mal. Wenn ich mich davor setze und ich habe am Tag vorher alles kontrolliert, mache ich den PC an und nichts funktioniert. Also dachte ich mir, ich bin eine Viertelstunde vorher auf jeden Fall drin. Einfach nur, damit alles läuft. Ja. Und ich glaube, ich habe kein Wort gesagt in diesem Meeting. Also, weil es halt auch nicht unbedingt nötig war. Es ging halt in erster Linie erstmal um die Produktion, was hier gemacht werden muss, was wir vorhaben, wer welche Aufgaben bekommt. Ja. Nur damit die Leute auch beschäftigt sind und wir hier was Sinnvolles und Geiles auf die Beine stellen. Ja. Und naja. Ich bin halt ab und zu mal vor der Kamera, was auch komplett neu für mich ist. Mehr kann ich von der Produktionsseite erstmal nicht beitragen. Ja. Fand es aber total spannend, einfach auch mal Teil so einer Unterhaltung zu sein, wenn sowas wirklich mal in Fahrt aufkommt. Also zu sehen, wer macht was, wer hat welche Ideen, woran müssen wir denken. Das ist echt lehrreich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Meetings. Geil. Ja, jede Woche machen wir jetzt immer montags und freitags eins, immer am schönen Morgens. Ich freue mich immer um 9. Ist auch ein Grund für mich, mal früh aufzustehen, habe ich schon zu meiner Freundin gesagt. Das ist halt wirklich, ansonsten ist so 11 Uhr wird man langsam wach. Jetzt, 8 Uhr klingelt der Wecker und dann sitzt man frisch vor der Cam. Ja, ich habe es ja auch in dem Meeting schon gesagt. Ich habe gesagt, hey, es wäre schön, wenn wir so ein bisschen so den Kontakt zueinander nicht verlieren als Team. Ne? Dass wir Boah, wie es knackt, ey. So eine Anordnung geben, jeder muss im Videocall sein, also nicht nur Voice, sondern jeder muss auch die Kamera anhaben und jeder kann natürlich die Hose ausziehen, wenn man den Oberkörper nur sieht und dieses Gesicht. Alles okay, kann gerade aus dem Bett gefallen sein, ist vollkommen in Ordnung. Das ist so ein bisschen so die Idee dahinter und ich glaube, es ist wichtig, gerade einfach im engen Austausch zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, so etwas. Ja, und dafür geben wir die Kohle, die jetzt reinkommt. Ich meine, das geht ja immer so verzögert. Man kriegt dann von Twitch im nächsten Monat oder im übernächsten Monat bekommt man dann ja auch die Subscription-Gelder und so. Mhm. Also unser Ziel ist, das habe ich ja so im Meeting schon gesagt, wir wollen mit jedem Unterstützung und wenn es dann halt nur ein Teil des Teams unterstützt, irgendwie gucken, dass wir die Leute Stück für Stück wieder rauskriegen aus der Kurzarbeit. Und das muss ja der Plan sein. Ne? Und wir hoffen natürlich, dass auch neue Sachen reinkommen, die nicht mit Events zu tun haben. Und da haben wir tatsächlich die ersten Anfragen bekommen. Lustigerweise bin ich fest davon überzeugt, dass diese Show dazu beigetragen hat, dass jemand mich gesehen hat, der bei Riot Games arbeitet. Ich kann aber nicht zu viel zu erzählen. Der uns highly recommended haben die in der E-Mail geschrieben, dass sie uns mal die Möglichkeit geben, für eins deren Events sozusagen so einen Pitch rauszugeben. Also das heißt, wir schicken ein Angebot raus mit einem Konzept, wo wir sagen, hey, so würden wir das machen. Und die Leute, die verantwortlich sind, haben sozusagen eine große Empfehlung bekommen, dass die es mit uns machen sollen. Ist aber auch ein Mitarbeiter von Riot, also die League of Legends machen. Und auch andere Spiele in Zukunft übrigens, da geht es vielleicht auch drum. Und das fand ich natürlich mega nice. Und das ist natürlich die Möglichkeit, dass wir vielleicht einfach so vielleicht Sachen machen, die dann erstmal online nur stattfinden. Ne? Oder zumindest zukünftig dann vielleicht auch irgendwann wieder offline sind. Aber das ergibt sich halt gerade. Und wir kriegen halt auch einfach relativ regelmäßig Anfragen. Ne? Diese Betting-Sachen und so. Die Leute denken an uns. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht. Das ist sozusagen das Facebook fürs Business. Ja, ja. Und da bin ich so halbwegs aktiv und habe dann eine relativ große Followerschaft. Nachdem ich sozusagen nicht mehr vor der Kamera war, habe ich dann sozusagen hinter der Kamera eine Followerschaft im Business-Bereich angehäuft. Da sind relativ viele Leute. Wenn ich was poste, kriegt das immer relativ viel Resonanz. Das ist ganz cool. Und da habe ich halt auch mal gepostet, so wie unsere ersten 5 Tage hier gelaufen. Sind ein paar Fotos reingeschossen und das hat, Leute haben das halt mega positiv wahrgenommen. Du kriegst halt viel Feedback. Die Leute schreiben dir und die wollen mit dir im Austausch sein. Und hier und da passiert auch mal was. Also es haben echt so... Schon cool. Also es ist wirklich gut und es ist mega und ich bin sehr positiv und ja, ihr seht ja selbst, was hier geht in diesem Kanal. Es haben jetzt auch wieder einige Leute abonniert. Du hast den Sound vielleicht gerade gehört. Ja, ich habe es gerade gehört. Ich kriege das gar nicht so richtig mit. Sorry dafür. Ich versuche das hier mal eben zu sehen.
Aber ja, wenn die Leute sehen, was aus der Not quasi entsteht, wenn man eigentlich gar nicht so richtig wusste, wo man erstmal hin wollte, aber klar war, wir müssen hier nutzen, was uns zur Verfügung stellt, wir stellen was auf die Beine. Wenn man daraus sowas aufzieht, hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung auf die Leute. Ne? Volle Kanne. Wenn man dann so ein Feedback bekommt, ist das eigentlich mit mega das Geilste. Gut. Ich gehe in jeden Termin und sage so, ey, es momentan läuft super krass, die Wachstumskurve mega, die Leute feiern das, wir haben alle Bock, wir können hier alles machen, wir können an der Bar stehen, quatschen, wir können kochen, wir können DJ-Session machen, Rapper haben, wir können zocken. Wir können Sport machen, wir machen Crossfit, wir machen Gym-Sachen. Wir gehen einfach alles. Ne? Wir können in Jacuzzi gehen und uns zum Affen machen. Also alles ist möglich. Und da werden die Leute auf einmal kreativ und denken mit und sagen, ich habe ja ein geiles Setup. So, stimmt, wir könnten ja vielleicht mal was machen. Ja. Und den nächsten Angelhersteller als Sponsor kommen, damit die schön aus dem Whirlpool angeln können. Ein paar Goldfische raus. Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Hey, you never know. Ne? Ja, also, ja, genau. Wo du sicher bist vor Corona, ist auf jeden Fall mit dem Boot aufs Wasser. So. Bist du alleine? Also. Hey, Bootsleute, wir könnten noch ein Boot gebrauchen. Das ist eine Idee. Sorgenkind87 hat auf jeden Fall gerade abonniert. Grüße dich, Scrubson, ebenso. Und dann habe ich gesehen, die gute alte Saftpresse, auch schon ewig dabei, hat 5 Abos rausgehauen, verschenkt. Alter. Vielen lieben Dank. 100 Bits wurden auch von R81 rausgehauen. Und dann hat SC Dexter auch abonniert und gerne auch dem Kanal einfach folgen. Mega geil. Also es sind ja mittlerweile über 4103 Follower hier. Alter. Es sind 884 Abonnenten. Nicht schön. Also es ist ja, das Ding ist halt, das ist jetzt schon ja komplett durch die Decke gegangen. Also ich würde sagen, hätte ich, also weiß ich nicht, wenn jemand vorher gesagt hätte, ja, das ist realistisch, hätte ich nicht gesagt, also nee. Der Parabol haut gerade 500 Bits raus. Das sind, das hat mich schon immer gewundert. Was, Bits, wie ist das, gibt's da 5 Euro, glaube ich. 5 Euro. Ich bin mir aber auch, ich kenne Bits nicht so gut, aber ich glaube 100 Bits sind 1 Euro. Oder Dollar. Ich nehme immer die bunten Kristalle im Chat und denke mir immer, was hat denn Spielgeldwährung? Dann hat jetzt hier gerade Renegade 0420 auch abonniert. Das ist Rotin. Ach, Rotin, geil. Ja, das ist Rotin. Guck mal. Huch. Lokale Unterstützung hier aus Krefelder Sicht. Sorgenkind vorhin auch, den kennst du auch. Thomas Suchern, der hat hier. Der war natürlich. Ach, der saß ja hier mal natürlich, wo ist denn der? Wann kommt denn der mal wieder? Also, ja, jetzt momentan. Aber der war doch vorher nicht so oft da, oder? Nicht mehr ganz so oft, nee. Vielleicht hat er sein Leben auf die Reihe gekriegt. Man weiß es nicht. Nee, der hat auch, wollte ich nämlich, als ich das gerade gelesen habe, der hat auch schon die Bar unterstützt. Geil. Ich hatte ja mal das nicht dazu aufgerufen, sondern wir haben sehr viele Anfragen bekommen. Wie können wir denn der Bar was Gutes tun? Und da hatte ich in den Raum gelegt über Instagram und Facebook, wenn ihr das wirklich wollt, ladet doch einfach eure PayPal-Karte auf. Das ist wie ein Gutschein quasi. Den kann man später vertrinken, wenn die Bar wieder aufmacht. Hilft uns jetzt aber in der Zeit über die Runden ein bisschen. Und da war Thomas auch einer der Ersten, der sofort gesagt hat, ich bin dabei, ich mache mit. Und jetzt auch noch den Sub hinterher. Sehr geil. Nicht und schlecht. Jetzt erzählen wir ein bisschen drüber, die Leute rasten halt wieder komplett aus. Kindheitsfreund hat gerade abonniert. Guten Tag mit Q. Oh. Auch gerade abonniert. Schön, dass du da bist. Hering. Ja, Hering. 100 Bits gerade. Hering, ja. geile Sache. Also schön, dass ihr alle mit am Start seid. Freut uns natürlich mega. Ja, und auch dieses Format macht einfach mega Bock. Wir quatschen hier jedes Mal ganz entspannt. War bisher immer eine super Atmosphäre. Die Leute im Chat sind immer sehr positiv. Freut mich, also macht richtig Bock. Ja, und das ist die Geschichte, ne? Also deswegen sitzen wir in diesem neuen Kanal, in Anführungszeichen, der im sechsten Tag ist, also wirklich noch jungfräulich. Kleines Kind noch, ist ja noch nicht mal am Krabbeln eigentlich. Exakt. Und quasi rennt es schon. Also es ist, ja, genau, es ist so ein übernatürliches Kind. Einfach drüber geskippt, scheiß auf Krabbeln, wir rennen los. Kein Bock darauf. Ja, mein erster Gedanke, als ich hier reingekommen bin, war tatsächlich das erste Mal, es erinnert mich so ein bisschen, mein Anfang mit Gaming und interaktiven Shows war ja Giga, was ich mir so angehört habe oder angeguckt habe. Das erinnert mich so ein bisschen an alte Giga-Atmosphäre, so quasi Kameraschultern und einfach in den nächsten Bereich reinhalten und da geht dann irgendwelche Action ab. Und das bringt uns tatsächlich auch schon zu der nächsten Frage. Da musst du auf jeden Fall antworten. Phil großes R hat gefragt, er hätte vielleicht gerne ein kurzes E-Sport-Recap von damals Giga-Zeiten bis heute. Was hat sich getan aus deiner Sicht? Also jetzt nicht nur für dich, sondern was meinst du, was ist die Entwicklung, die da stattgefunden hat? Ja, verstehe. Also, boah, die Entwicklung. Also, Giga-Zeiten, die fing ja schon 2002 oder so an. Ja. Grüße dich, Tempi. Schön, dass du auch mit am Start bist. Noch ein neuer Homie. Also wenn wir so weitermachen, haben wir gleich die 900, glaube ich, geknackt. Wahnsinn. Wo ist der Shampoos? Nee, ja, hier machen wir. Nee, weißt du, was wir aufmachen? Den Waldgeist. 5 Liter. Wie viele Liter sind das? 3. 3 Liter Waldgeist. 3 Liter. Ich hoffe, ihr seht ihn nicht. Nur im Ansatz. Könnt ihr nicht genau erkennen. Besser ist das. Ja, was hat sich entwickelt? Nehmen wir mal, lass uns mal so 2000. Boah, wie es knackt, ey, richtig sein. Alter, der Scrubson hat gerade einen 10er-Abo rausgehauen. Also 10 Abonnenten gegiftet. Mega geil. Ich sag's dir,
weißt du, womit ich jetzt hier momentan prahle? Prahle, in Anführungszeichen. Was ist denn los mit dich? Ryux jetzt auch mit dabei. Noch ein neuer Homie. Grüße euch. Jetzt haben wir die 700, glaube ich, fast geknackt. 896 oder 97, ich weiß es nicht. Blick da schon nicht mehr durch. Oder 99. Egal, Alter, ich erzähle, lesen wir gleich mal vor. Ach, da ist momentan noch dieses Feature im Gange, dieser Hype-Train, ne? Habe ich im Chat schon mal gesehen. Ja, ich check das zwar nicht so ganz, ich aber du kannst dann neue Emotes machen, die dann nur für den Hype-Train-Modus da sind. Dann kannst du die spielen. Ich glaube, das juckt die Leute hier nicht. Die Leute wollen einfach nur rein damit. Ja. Ist mir alles egal. Ich weiß auch nicht, ob das auslöst, wenn gerade irgendwie viel los ist oder viele Subs kommen oder was. Wenn viele Subs kommen, dann löst das diesen Hype-Train. Und Level 5 ist das Höchste, was es gibt und den haben wir. Oh, nice. Einfach mal so erreicht. Level 5? Schon, aber auch schon diverse Male. Die Leute sind ja wirklich... wirklich crazy. So, ja, E-Sport. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so Anfang 2000er, 2002, 3, 4, 5. Ich habe ja auch so 2000 ungefähr angefangen, mich so in diese junge E-Sport-Thematik reinzuarbeiten. Das ist ja echt verrückt. Das hört nicht auf. 900 Alter, Abonnenten. 900. Ich habe keine Ahnung, wer der Letzte war. Wer da jetzt gerade, also grüße dich auf jeden Fall. Paddy AI verlängert sein Geschenkabo von Heliobactus. Wahnsinn. Ey, wirklich. Wie die am Rauskloppen sind, ey. Er ist echt wahnsinnig. Der Mann will einfach mal kurz ausreden, ne? Aber ja, macht weiter, macht lass weiter. Lass mich mal sprechen. Meine Freundin sagt immer, ich soll sie aussprechen lassen. Und ja, da ist ja auch so meine Phase, wo ich angefangen habe. Ich war ja auch wirklich so mit 2000, habe ich mir wirklich das Thema E-Sport in jungen Zeiten dann damals, also es fing ja so richtig an vor 2000, 97, 98, da fing es so wirklich ernsthaft an, also ernsthaft ist jetzt auch übertrieben, dass die ersten Teams sich organisiert haben, so in Quake, StarCraft 1, ich habe keine Ahnung, wer jetzt da noch mit dazugekommen ist. Ich glaube, das Programm kommt da auch gar nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe auch so 99, 2000 mit StarCraft 1 angefangen und da war das alles, das war lächerlich, es gab keine Preise, es gab kein Geld, es gab gar nichts. Und dann mit Giga, jetzt ist auch nicht Giga schuld, dass das dazu gekommen ist, aber die waren auch eine Plattform, fange ich da mal an, 2003, mein erster Auftritt bei Giga. Das ist ein guter Anfang. Giga generell oder Giga E-Sports? Nein, Giga. Giga, okay. Giga Games. Giga Games. 2003 gab es kein E-Sport, 2005, 6 oder so. Ah, das war aber dann später, okay. 2003, da gab es Giga Games, da sah der Etienne Gade noch aus wie so ein kleiner Bubi. Ich erinnere mich. Der war, weiß ich nicht, Mitte 20 vielleicht, höchstens. Ach, wenn überhaupt, weiß ich nicht, 23, sah zumindest aus wie so ein wirklicher Himpfling. Also sieht er auch jetzt noch, aber auch damals, ganz schöne Wurst, bloß neben ihm sah ich noch aus wie eine größere Wurst. Also, boah, da muss man auch ganz klar sagen, also wenn ihr das seht, ich habe ein Bild irgendwo, kann ich gleich sogar irgendwo raussuchen, muss ich mir mal angucken. Das ist jetzt aber nicht das, wie heißt es, das Kevin Kurani-Bild? Doch. Das ist schön braun gebrannt und der dünne Bart. Aber neben Eddie, Eddie und ich sitzen nebeneinander, im Studio. Ja, das ist das Xiaomi-Phone, oder? Ja. Wofür soll ich das denn benutzen? Die Leute können interagieren mit dir. Ah, yo, die Leute können ihr uns gleich mal Nachrichten schicken. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mal gucken, aber... Wir haben ein schweres Passwort übrigens genommen, vierstellig. Was könnte es sein für einen Gamer? Was meinst du? Ja, so sieht's aber auch aus. Aber weil ich es auch für jedes meiner Passwörter irgendwo verwende. Mittendrin, vorne dran, hinten. Ah, schön. Naja, und da habe ich halt, ach, Levels, hat eine Stufe, hat zwei Stufe 1 Community-Geschenke Abos verteilt. Light Little Finger, also der Mann hat nochmal zwei Abos verschenkt. Ja, und 2003 fing es an. Und da war ich bei Giga das erste Mal eingeladen, im alten Container in Düsseldorf, wo die waren am Medienhafen. Ja. Oder Medienhafen, genau. Und da durfte ich das Finale für die eSports World Cup in Frankreich. Turnier, wo sich dann sozusagen der beste Deutsche qualifiziert hat. Und da habe ich im Finale gegen Mighty X gespielt. Der war früher bei Mousebots oder A-Losers zu dem Zeitpunkt. Und habe gegen den gewonnen. So, und dann war ich dann das erste Mal bei Giga, fand das super cool, natürlich Fanboy-mäßig unterwegs. Ja, klar. Hab da gespielt, war auf der Bühne, gab dann so eine Stage, One-on-One, Gegner gegenüber und das wird alles live. Damals noch Kabelfernsehen. Das war ja sozusagen, es gab ja Satellit und Kabel. Also ja, NBC, ne? NBC Giga, genau. Ja, genau. Und das war ja auch über Kabel empfänglich. Und als das noch im Kabel war, haben das ja auch noch echt viele Leute gesehen. Also da war die, als es dann in den Satellit rübergegangen ist, sind die Zahlen halt gezehntelt oder so. Vorher haben sie dann 400, 500.000 Leute das gesehen. Ja. Und da war ich dann halt da und das war natürlich mega. Da haben Leute deine Replays geguckt, irgendwie 10.000-fach oder so, weil die das beworben haben einmal. Und das war halt schon krass, ne? Und naja, gut, endlich im Fernsehen, El Gelo angekommen, gewinnt das Ding da. Und das war der erste Einstieg von Giga sozusagen Richtung E-Sport. Das war das erste Mal, glaube ich, dass die überhaupt was mit E-Sport gemacht haben. Und ja, und dann gingen die Jahre so weiter. Und irgendwann hat ja 2006
Giga dann den größeren Schritt gewagt, zusammen mit der ESL. Die ESL hat Anteile von Giga gekauft und haben dann E-Sport ins Fernsehen reingebracht. Auch in einem regelmäßigen Austausch. Die Idee von der ESL, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe und nichts Falsches erzähle, war das so, dass sie über längere Zeit überlegt haben, mit welchem Fernsender können die was machen. Da waren dann so die etwas kleineren Sender wie Viva, Giga, so nicht die Mainstream-Sender, ne? Also nicht jetzt hier RTL, ProSieben oder so, die sind einfach zu groß gewesen, die hatten da keinen Bock drauf. Es waren eher so die Nischensender, die... Tele5. Ja, wenn sie, ja, Nickelodeon vielleicht. Nickelodeon. Ich weiß es nicht, aber sowas halt, ne? Und naja, und dann sind sie da halt rein. Dann haben sie halt Giga 1 gehabt, wo sie E-Sport-Formate gemacht haben und Gaming-Formate, aber auch Giga 2 als digital, also als online, so wie Twitch im Prinzip, mit einem Streaming-Plattform, wo man abonnieren musste sogar, um zu gucken. Das heißt, man konnte nur über Pay gucken, was halt damals dann so deren Idee war, was ja im Grundsatz ja die richtige Idee ist, weil 15 Jahre später funktioniert das ja mit Netflix. Ja. Damals in Deutschland, die Deutschen, die halt auch nicht so einfach zu handeln sind, sehr schwieriges Thema. Und dann war ich halt auf Giga 1 und auf Giga 2 als Moderator unterwegs und dann hat sich E-Sport halt immer größer entwickelt, dann gab es größere Turniere und dann hatte einer der Mitgründer der ESL Friedrich damals ein legendäres Interview, Jan-Philipp Reining, The Fly. Ich würde gerne euren Merch wieder kaufen. Ach, jemand möchte unseren Merch wieder. Habe ich jetzt schon öfter gelesen. Leute fragen, Wahnsinn. Wann kommt der Shop? Lese ich täglich im Shop. Sobald unser, wenn unser Redesign da ist, ne? One Take heißt ja sozusagen die Show dann. Ich glaube, dann machen wir wirklich mal irgendwie ein, zwei coole Sachen. Denn ich glaube, das könnte ziemlich geil aussehen. Aber darüber sprechen wir ein andermal. Produziert direkt in Wuhan. Entschuldigung, nein. To doom. So, und da hatte einer der Mitgründer damals in einem Interview gesessen und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das Cebit war, hat gesagt, als die Frage kam, wo siehst du E-Sport in 5 Jahren? Und hat er gesagt, mein Wunsch wäre, dass wir irgendwann mal in einem Stadion ein E-Sport-Event machen. Irgendwann mal. Und das war so, weiß ich nicht, Mitte 2000er oder so. Ja. 5 Jahre oder nicht mal 5 Jahre später sitzt die ESL in Polen in der Spodek Arena in Katowice. Ah, Katowice. Und macht das erste Stadion-Event der Welt im E-Sport. Das war das erste? Das war das erste. Damals? Katowice. Und das ist ja mittlerweile das x-te Mal schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft das schon passiert ist. Und waren sozusagen Vorreiter im E-Sport für ein Stadion-Event, das ausverkauft war. Also, ne, alle Plätze besetzt und die Leute sind komplett eskaliert. Ekstase pur. ja, und auf einmal war dann also E-Sport auf der Landkarte, ne? Wenn du sagen kannst, ja, wir machen ein Stadion voll, ist das natürlich auch eine coole Geschichte, so, ne? Und dann gab es das erste International, da war ich tatsächlich live vor Ort. Das war, auf welcher Messe war das? Cebit oder Games Convention oder Gamescom? Ich bring das so durcheinander. Stand da aber tatsächlich. Warte mal, International ist Dota 2. Ne? Dota, ja. Das größte E-Sport-Event der Welt, kann man ja schon so sagen, mit 40 Millionen Preisgeld oder was. Auf einer Messe angefangen? Mhm. Boah. Das ist aber auch eine schnelle Entwicklung. Dann $1 Million Preisgeld gab es beim ersten Mal. Der Stand war echt nicht billig, der war echt okay, aber wenn man das jetzt vergleicht, wo sie jetzt sind, heute machen die fucking größten, krassesten Arenen der Erde. Ja. Und damals stand ich da so und ich war halt damals noch, also so VIP, dass ich da einfach rein konnte, einfach rein bin, so angeguckt, so, moin, so, da spielen dann die Jungs so Dota 2 und ich guck mir das so an, alles cool, jo, es geht ab. Und heute, wenn ich da hingehe, klopfe ich an, die sagen, verpiss dich hier. Und das Ding ist einfach riesig geworden, immer sofort ausverkauft, riesige Preisgelder, das ist halt verrückt, ne? Also da, wenn du den Dennis vor, wie lange das jetzt her ist, gefragt hättest, so, als ich da so stand, mir das so angeguckt habe, naja, Dota 2, ganz nett, Dota 1 habe ich mal angeguckt, Dota 2, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann auch noch spielen möchte. Und dann so, oh ja, $37 Millionen Preisgeld für ein Turnier, die Entwicklung habe ich kommen sehen, als ich das hier das damals gesehen habe, das erste Mal. Wäre halt nie im Leben wäre das so gewesen. Wer hätte das gedacht? Auf gar keinen Fall. Übrigens jetzt nochmal, Nelix011 hat auch übrigens abonniert. Grüße dich, vielen lieben Dank. Und naja, und dann ist das ganze Ding halt immer größer geworden. Und dann irgendwann hattest du diese Phase, dass immer mehr Spiele dazu gekommen sind. Denn am Anfang hattest du StarCraft 2. Das war so, also StarCraft muss man ja auch sagen, das ist ja tatsächlich so, dass StarCraft 2 der erste Titel war, der das Timing-Glück hatte auch, dass du anfangen konntest, vernünftig zu streamen und Spiele zu observen, zu kommentieren und Leute konnten es einfach zu Hause ohne großen Aufwand angucken. Mhm. For free. Und StarCraft 2 kam genau in diesem Zeitpunkt raus. Und das hat dann sozusagen den E-Sport Mainstream-fähiger gemacht, sodass dann auch mal 150.000, 200.000 Leute gleichzeitig zugeguckt haben. Naja, und dann kam League of Legends dazu, ne? Und dann hattest du auf einmal StarCraft
und League of Legends online in Turnieren und Leute konnten zugucken. Und das waren dann so die zwei E-Sport-Titel, die es so geschafft haben, das Ganze größer zu machen, wo dann einfach unfassbar viele Leute zugeguckt haben. Naja, und dann fing es an, MOBAs sind groß geworden, Counter-Strike kam zurück. Counter-Strike Go, das hat ja der Global Offensive. Das war so eine Phase, ja, aber Go gab es schon eine ganze Zeit, aber das Spiel war halt, hat ja nicht diesen Hype geschafft. Es war ja theoretisch die Ablösung von Counter-Strike 1.6 und Source. Ja genau, danach kam noch Source, das war aber irgendwie... Und keiner, die Communities waren gespalten, der eine sagte, Source ist doch scheiße, das spielen nur die Noobs. Das war wirklich so. Wow. Und immer wenn einer 1.6, ein Profi aus 1.6 Source angefangen hat, war direkt immer der Beste so ungefähr. Und da waren dann so zwei verstrittene Communities und dann mit Go hat es irgendwie, Go hat es am Anfang nicht geschafft, die Community zu ein. Und dann gab es diese ganze Skin-Geschichte und so. Und auf einmal wurde das richtig fett alles. Die haben mal ein bisschen gepatcht und so. Und auf einmal Go das Thema. Und kurz vorher waren die ganzen Profi-Counter-Strike-Go-Spieler fast alle insolvent, in Anführungszeichen, weil die keine Kohle mit verdient haben. Also insolvent im Sinne von, da war nichts zu holen. Ja, genau, genau. Und dann auf einmal ging es innerhalb von kürzester Zeit durch die Decke. Das ist ja so explodiert, diese ganze Skin-Thematik. Da haben ja Millionen Leute immer gewettet sozusagen mit diesen Skins. Ja. Und auf einmal war Counter-Strike wieder auf der Landkarte und auf einmal der Big Player, wo alle dachten, jetzt ist League of Legends da, und auf einmal gab es Counter-Strike noch daneben. Und StarCraft 2 wurde zwar immer kleiner, aber das war nicht viel kleiner, aber ne, es hat sich so gehalten, es wurde nicht mehr größer. Und dann gab es diese zwei fetten Player, die immer größer geworden sind und dann wurden Arenen gefüllt. Ne? Also, sehe ich da einen Zusammenhang, dass halt, also gerade Counter-Strike und ich glaube in League of Legends ist das auch so, da kannst du viel Geld ausgeben für etwas, was dir keinen Spielvorteil bringt. Free-to-play. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass die beiden hochgegangen sind, aber StarCraft so, weil das hast du ja eigentlich bei StarCraft 100, nicht, ne? Genau, StarCraft hat es halt total verpennt, irgendwie so Incentives zu schaffen, damit Leute dranbleiben. Ne? Und StarCraft ist natürlich auch nicht einsteigerfreundlich, muss man auch sagen. Deswegen, hier schauen ja viele smarte Leute zu, die auch StarCraft oder WarCraft spielen, weil WarCraft ist noch einsteigerfreundlicher als StarCraft, würde ich sagen. Aber Counter-Strike ist halt, da kann jeder loslegen, so ungefähr. League of Legends, die haben halt sehr viel richtig gemacht. Vor allen Dingen Free-to-Play im richtigen Moment. Das ist ja der Vorzeigetitel. Ja. Danach ist ja alles Free-to-Play geworden. Also ganz viele Spieler haben dann Free-to-Play gemacht und haben gesagt, okay, Mini-Transactions, das war ja das große Thema. Microtransactions, geil. Da 2,99, da 4,99 und alle so, ja, $5. Besser als 40 oder 60 oder 80. Eine Goldidee. Boah. Wer das auf den Markt gebracht hat, ne? Hab ich persönlich aber nie verstanden. Also ich bin ja auch eher Casual Gamer. Story Games auf der PlayStation 4 oder auf dem PC reichen mir. Aber Skins, also für ein Spiel irgendwas, für was Geld auszugeben, was mir nur, keine Ahnung, eine andere Mütze, eine andere Farbe meines Trikots bringt, das hat mich nie gereizt. Mich auch nicht. Ich bin da überhaupt nicht Zielgruppe. Absolut. Und ich geht's von heute schon darauf zu stehen. Ja. Also auf der anderen Seite gebe ich 200 € für Pokémon Go aus. Und spiele es mittlerweile nicht mehr, weil ich an meinen Account nicht rankomme. Wenn jemand von Yantik zuguckt, bitte helft mir. Ernsthaft? Ich habe zweimal das Handy gewechselt und seitdem stimmt irgendwas mit meinen Google-Accounts nicht, weil doof war. Ich habe meinen Arbeits-Google-Account auch einmal genommen, um das Handy einzurichten. Das war mein voriges Handy und irgendwas hat sich bei der App zerschossen, ich komme nicht mehr ran. Ich bewege mich eh nicht mehr so viel und jetzt gerade ist es auch nicht so wichtig. Scheiße. Ich meine, es heißt ja jetzt sogar schon Pokémon Stay anstatt Pokémon Go. Wir haben das ja die komplette App auch umgeändert. Nice. Wieder leichter gemacht, auf der Couch zu bleiben. Aber das ist nicht das Thema. Wir waren noch beim E-Sport. Ja, genau. Also dann kamen halt neue Spiele dazu. Ne? Und dann auf einmal war das, es ist halt auch so eine Entwicklung von so einer neuen Branche, sag ich mal. Nämlich die professionelle Gaming-Branche. Also die wirklich die High-Competitive-Spieler. Weil Gaming war schon lange Zeit groß. Ne? Also Nintendo, Atari, Commodore, die ersten PCs, alles war schon da. Massenhaft Leute haben gespielt, auch unsere Eltern haben schon teilweise gespielt. Ja, aber es war nie so Mainstream-mäßig. Genau. Also es war immer doch noch ein bisschen Nische. Der Geek oder Nerd wurde verschrien als, also wurde mit Klischees behaftet. Ja. Mittlerweile ist es ja so, also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal, in meiner Jugend, als ich aufgewachsen bin, war das eben so, dass ich irgendwann mal mit meiner Freundin zusammen auf der Couch sitze, sie auf einem Fernseher die Switch und ich auf meinem anderen die PlayStation. Hätte ich halt nie gedacht, weil damals dachte man so noch, ich erwähne jetzt nicht unbedingt, dass ich Zocker bin, sonst werde ich vielleicht nicht flachgelegt. Aber es ist ja jetzt komplett anders. Es ist ja trendy mittlerweile so. Ja, total. Ja, und jeder springt jetzt auf den Zug mit auf, ne? Ja. Jeder. Und dann wurde es halt immer größer und die Akzeptanz ist gewachsen. Mhm. Mittlerweile ist die Politik involviert, mittlerweile sind Profi-Sportvereine involviert. Was bedeutet das? Du bekommst die Credibility, weil ein großer Sportverein sagt, wir machen auch Gaming. Und 1 Million Fans sagen, mein Lieblingsverein macht Gaming und E-Sport, das muss ja gut sein. Das machen sie auch. So, ich bin jetzt FIFA-Profispieler. Naja, aber so ungefähr läuft das ja. Und auf einmal sagen die Leute, ja, ist doch in Ordnung. Und früher war das so,
irgendeine Schießerei, wieder irgendeine Scheiße passiert, Gaming ist schuld. Oh. Immer alles Gaming schuld, per se. Ja. Mittlerweile traut sich das keiner mehr zu sagen, weil die verstanden haben, ja, warte mal, vielleicht ist doch nicht immer Gaming schuld. Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass im System bei uns irgendwas nicht ganz sauber ist. Naja, das ist ein anderes Thema, ne? Es ist immer einfacher, es auf irgendein Medium zu schicken, aber da kannst du alles. Also, ne, naja. Damals haben Leute Prominente ermordet, weil sie in einem Buch irgendwas zwischen den Zeilen gelesen haben. Ey. Also, irgendwas ist immer schuld. Ja. Und niemals die äußeren Einflüsse. Nein, es muss immer irgendwas Spezielles sein. Ja. Ach, naja. Ja, total. Naja, und dann irgendwann kamen halt einfach immer neue Genres raus. Gaming ist jetzt mittlerweile so groß, dass du es schaffst, in verschiedensten Spieletiteln und Bereichen überall riesige Communities zu haben. Ne? Es hat sich ja, es ist immer größer, aber es wird auch immer breiter. Also es ist nicht so eine klare Pyramide, dass du sagst, ein Spiel und alles so, ne? Es wird immer riesiger. Nein, mehrere Spiele und die Pyramide wird immer breiter. Weil du hast immer ein immer größer werdendes Fundament. Was bedeutet das? Keine Ahnung, ich sage jetzt aber 5 Millionen PUBG-Spieler, daneben 10 Millionen League of Legends-Spieler, daneben 5 Millionen Counter-Strike-Spieler. Früher war das so, du hattest über so ein bisschen, keine Ahnung, 100.000 da, 500.000 da, da. Und dann hattest du so diese 2-3 Spiele, die waren halt richtig fett, also jetzt auf E-Sport auch bezogen. Ne? Und die waren da oben in der Spitze. Aber mittlerweile gibt es halt ganz millionenfach Spieler da unten. Und dann gibt es halt aber in allen, in vielen Spielen viele Profis auch. Ja. Die davon alle Vollzeit Geld verdienen. Also als ich noch professionell gespielt habe, ich habe 300 Euro bekommen zu meiner Spitzenzeit im Monat als Gehalt und ich war der absolute König. Ich war der Killer. Habe ich schon mal irgendwo erwähnt? Ich war der Killer auf dem Spielplatz. Ja, auf dem Spielplatz, das ist schön. Aber in der Schule haben alle so gesagt, ey, du verdienst dein scheiß Geld mit dem Zocken, wie krass ist das denn? Ach du Scheiße, ja genau, aus der Perspektive, klar. Das war so... Wer kennt denn sowas? Ja, ich war dann halt, du bist ja dann Unicorn, weil... Das haben halt in ganz Deutschland vielleicht, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, ey, keine 30, 40 Leute oder so. Das war halt. Man hat immer mal gehört, ich kenne da jemanden, der spielt für Counter-Strike, für Mouseboards oder was auch immer. Mhm. Man hatte nie so das wirklich eine Beispiel von dem, der es geschafft hat, wirklich mal, ich sage jetzt nicht davon zu leben, aber ein schönes, kleines Nebenbei-Einkommen zu haben. Exakt. Und Taschengeld vielleicht auch zu haben. Ja, ach, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt sehr komfortabel durch meine Schulzeit gekommen, weil ich A, immer Geld bekommen habe, jeden Monat, ab einer bestimmten Zeit, plus B, ich habe halt alles bezahlt bekommen, ne? Ich habe nie einen PC kaufen müssen. Ich musste nie irgendwas kaufen. Ja, ich habe auch so viele Sachen gewonnen bei Turnieren, dass ich einfach angefangen habe, Sachen wieder zu verkaufen. Was sollte ich mit dem 5. PC? Also ich habe dann mal einen verschenkt. Beim 3. habe ich dann gesagt, boah, was mache ich damit? Boah, ich kenne auch jemanden, der schuldet mir noch Kane. Der hat auch mal, du Penner, du Pisser, wenn ich dich irgendwann sehe. Wir sind tatsächlich auf der drauf. Du Pisser. Ja, du. Der hat auch mal bei SK, glaube ich, oder was noch, Okraner, glaube ich, gespielt mit mir. Ich war so cool und nett, habe einen Shuttle-PC für 2.500 Euro gewonnen. Ja, und dann habe ich den verkauft für, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, 700 oder 800 Euro. Also wirklich, nie benutzt, neu, für ein Drittel des Preises. Mega den Deal gemacht. Er so, ja klar, zeige ich dir jeden Monat. Ich sag, klar, kein Problem. Hier jeden Monat ein Huni oder so, ne, so wie es dir passt. War mir egal, solange er mir das Geld gibt. Hat mir das Geld nie gegeben. Den scheiß PC behalten. Wenn ich dich irgendwann sehe nochmal auf der Straße, ich schwör's dir, ich hau dir eine. Nee, ernsthaft. Sowas. Nein, 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 nicht hauen. Ja, verbal. Ich hau dir eine verbal, genau. Ernsthaft, nee, das ist richtig scheiße. Ich hasse sowas. Also, das finde ich richtig scheiße. Schön ist es nicht, ne? Nee, warum muss man nicht machen? Wenn jemand schon nett zu einem ist, dann sollte man es nicht auch nur ausnutzen. Weißt du? Ja, aber diese Entwicklung, die ist ja wundervoll, dass halt mittlerweile immer neue Spiele rauskommen, die auch sofort kleine Ligen um sich herum bilden und auch das total. Potenzial haben, groß zu werden. Ja. Bei manchen verstehe ich es nicht. Also, wir hatten ja teilweise auch mal oft Projekte in der Pipeline zum Thema PUBG. Ja. Wo dann so Sachen kamen wie, ja, dann müssen wir halt hier 100 PCs aufbauen und jeder im Team schon mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen hat. So, wie sollen wir das jemals machen? Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber schön, dass jedes irgendwo sein Fundament bildet und eine gute Community hat. Ja, total. Wie sieht es denn mit dem Telefon aus, was uns da von Xiaomi zur Verfügung gestellt wurde? Ja, also da Grüße von der Couch. Der gute alte Biber Norbert hat mir hier ein Foto mit seinem Homestory Cup Hoodie geschickt. Vom Homestory Cup 19? 18? 17? Steht das I links vom X ist 19. XV111 ist 10. Ich hatte auch völlig Mist. XV111 ist 18. 18, ne? Ja. Final Fantasy 8 war V111. Das ist eine gute Brücke. So, der Charlie Firpo. Angst, wenn er Fotos schickt. Ich hoffe, es ist nichts Unanständiges.
Nee, tatsächlich kein Bild, der fragt nur was. Was haltet ihr davon, dass ausgerechnet der E-Sport zumindest zum Teil vom ganzen Corona-Chaos profitieren könnte? Jetzt, wo alle zu Hause sind und Sportevents alle abgesagt sind, mir geht es vor allem um Sim-Racing als Zusatz zu realem Motorsport. Boah. Also ja, grundsätzlich, ich freue mich jetzt nicht, dass es anderen schlecht geht. Das meine ich auch ganz ernst. Das ist erstmal so nie cool. So. Auf keinen Fall. Dass der E-Sport jetzt sozusagen vielleicht möglicherweise oder Gaming schneller wächst oder mehr Möglichkeiten bekommt, finde ich natürlich per se erstmal sehr gut. Und freue mich natürlich, wenn man neue Möglichkeiten hat, weil Leute jetzt sozusagen umdenken, unabhängig vom Grund, sage ich mal. Ja. Und das merken wir ja auch, dass Leute offener sind für Gespräche, auch auf ganz kurzem Wege und sagen, hey, lass uns was zusammen machen, lass uns Montag anfangen. Und ich so, ihr Typen, wenn ich sonst mit euch rede, braucht ihr manchmal 3 Monate, um irgendeinen Deal abzuschließen. Und jetzt geht's so, oh ja, wir brauchen was. Du hast was, was wir gebrauchen können. Lass uns das mal jetzt machen. Ist ja okay, ich kann ja verstehen, wo das herkommt und so. Ne? Ist ja alles fein. Ja klar, es ist super cool, wenn ich das aus meinem Blickwinkel sehe, weil wir dürfen uns so ein bisschen kreativ auslassen. Wir dürfen jetzt einfach mal machen. Wir können einfach Sachen ausprobieren und mit Kunden zusammenarbeiten, mit Partnern, die uns dann halt irgendwie die Produkte, Kohle zur Verfügung stellen. Und das ermöglicht uns halt natürlich Sachen, die wir vielleicht sonst hätten nicht machen können. Ja, die Frage beantwortet sich ja fast schon selber. Ne? Profitiert der E-Sport? Profitieren wir natürlich bestimmt auch in irgendeiner Weise davon? Ja. Denn mehr Projekte schließt uns ja nicht aus. Absolut. Ausrufezeichen WhatsApp, wenn ihr Fragen habt. Haut sie mal raus, ich lese sie mir hier durch, bin sehr gespannt, was ist das denn hier? Achso. Was ihr so schreibt. Die Nummer ist die 01702751519. Schickt mir doch gerne eine WhatsApp, ich bin hier live mit am Start, freue mich über Nachrichten von euch. Charlie Fürpo, ich grüße dich nochmal, Jan, also Mr. Bieber, Norbert ebenso, Aeon Blue ist auch mit dabei, schickt mir nochmal eine Frage rum. Achso, Voice Messages, wie Micha, also Failfang auch schreibt, natürlich auch sehr gerne, ne? Voice Messages. Oh ja. Kriegen wir die hier abgespielt? Entweder ja oder ich spiele. Hier gibt's entweder ja. Oh, jetzt wird's kritisch. Oh oh. Das kann nur Kacke sein. 100%. Ich sehe hier, man sieht das so verschwommen. Ah, es sieht aus eher wie ein Video, was bestimmt witzig gemeint ist. Okay, tatsächlich. Oh, der ist süß. Ah, das kennt ihr alle. Kann man das gleich sehen? Aber du kennst das schon. Also, guck dir das mal da an, wenn wir das gleich drauf haben. Wengel! Auch einer aus unserem Chat. Schön, dass du mir gerade mal eine Nachricht schickst. Sehr, sehr cool. Können wir das Video gleich abspielen? Ja, der Jost ist, glaube ich, schon dran. Ja, Prost, ne? Habe ich schon angestoßen? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit dem noch nicht. Prost. Cheers. Ja, cheers. Auf jeden Fall auch. Oh, der ist ein bisschen stärker geworden. Die Cola, da ist noch viel Sprudel drin. Ja, ja, das ist wohl so eine. Also das ist fast nur Sirup, die stand ja schon ein bisschen, deswegen ist das Aroma jetzt kräftiger. Ja, aber was für eine schöne Idee von Xiaomi auch. Ermöglicht uns halt den direkten Austausch mit unseren Zuschauern. Total. Wenn sie mal Bock drauf haben. Ich finde das mega cool, dass wir das auch direkt abgreifen können. Und der Jost bereitet das immer vor. Bei Videos machen wir jetzt mal einen Live-Test. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Also ist ein GIF-mäßig eigentlich, ja. 7 Sekunden. Wer hat's geschickt? Wengel heißt er. Sagt er den Namen? Ja, 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 der ist okay. Im Chat. Der ist aktiv im Chat. Also ich kenne ihn jetzt, glaube ich, nicht. Wüsste nicht, dass wir uns persönlich kennen, aber da ist er. Aber nochmal. Ah, wunderbar. Den kennen wir alle, oder? Zwei nette Ladies, aber die hübscheste ist dahinter. Ich bin ja selber jemand, der sehr gerne Fotos bombt. Geil. Meine schönste Geschichte dazu war, ich habe ja früher in der KUFA gearbeitet. Ja. Da war ein Beatsteaks-Konzert und nice. Zu Gast war privat Campino von den Toten Hosen, der sich das angucken wollte. Und der stand bei mir an der Theke und wurde halt sofort von den Leuten, oh, du willst ein Selfie machen, Selfie, Selfie, Selfie. Und die Leute haben ihm das nachher auch immer gezeigt, das Selfie. Und ich habe auf 9 von 10 Selfies irgendeine scheiß Grimasse im Hintergrund gemacht. Geil. Er musste immer lachen und hat rübergeschielt. Und als das Ganze vorbei war, kam er zu mir, hat ein Heineken bestellt oder hat ein Bier bestellt, hat mir ein 20 hingelegt und hat gesagt, stimmt so für die schönen Fotos. Fand ich einfach super. Hat er scheinbar Bock drauf gehabt. Geil. Geil. Ja, das ist gut. Ja, mir tut es halt leid, wenn da mal irgendwie so ein Promi unterwegs ist und nur von Gästen belagert wird. Klar, es ist deren Job. Ja. Fans finanzieren ihm sein wahrscheinlich nicht ganz so schlechtes Leben. Ja, ja. Aber ja. Wenn man sich dann mal privat irgendwie ein Konzert angucken möchte, dann soll man wenigstens was zum Schmunzeln haben, habe ich mir gedacht.
Das ist, ja, mein Star-Sein hat halt seine Vor- und Nachteile, ne? Auf jeden Fall. Also gar nicht mehr so richtig rausgehen können, finde ich halt auch nicht so richtig sexy, muss ich sagen. Ist jetzt kein Star-Sein, aber selbst ich kenne das ja von den, ey Robin, was geht denn die Woche an der Bar? Alter, da ist der Call of Duty-Meister himself. The one and only. Es gibt keinen besseren. Man nennt ihn Altor aka James. Gibt ihm einmal kurz die Live. Da war er kurz. Oh. Blasser denn je. Kürzer hätte auch nicht sein können. Nee, aber wenn du dann in Krefeld durch die Stadt gehst und auf einmal aus dem Nichts irgendwo, ey Robin, was geht die Woche an der Bar? Wer war das? War das jetzt? Keine Ahnung, das kann schon manchmal nervig sein. Ja, Freddy hat uns gerade auch geschrieben. Freddy hier, Prost, sehr neidisch, schreibt der. Super Content weiter so und Grüße an alle. Freddy, Grüße gehen raus. Freddy182, der ist sozusagen auch, der hat auch seine Jungfräulichkeit hier in diesem Laden verloren. Im Sinne von, der ist hier 18 geworden, mehr oder weniger, ne? Dankeschön. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Geschichte, die wir auf keinen Fall erzählen sollen. Hier erzählen wir alles, hier gibt's. Also der war ja noch nicht mal 18, als er das erste Mal am Start war, ne? Das war doch so. Wie ich im Nachhinein gehört habe, ja. Und er wurde gut eingeweiht von der Truppe. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. So, sollte es mit dem Gewinnspiel nicht klappen, wird der neue die Woche noch bestellt. Oh! Das ist der Flotro aus dem Discord oder Freezy1996. Grüße dich. Wenn der heute den Stuhl nicht gewinnt, weil wir haben ja heute den Stuhl verlost, dann kauft er sich einen. Geil! Den allerneuesten Den allerneuesten, geilsten oh, Stuhl. Da sitzt es sich so Sahne drauf. Ich habe auch einen an meinem Schreibtisch stehen. Ey, ganz ehrlich, der fühlt sich schon, wenn du den anfasst, geil. Das ist ein Traum. Also wirklich, richtig nice. Ja, ja geil. Also freut mich. Damit unterstützt du uns ja im Prinzip, weil du unseren Partner unterstützt. Und Maxnomic ist ja einer, also ist mit der, wenn nicht der älteste Partner, das ist der älteste Partner, den wir haben. Mhm. Seit knapp, 9 Jahren oder so. 8, 9 Jahre. Also schon ewig. Mega gute Sache. Freut mich sehr zu lesen. So, Freddy, doch war ich. Erste Gamescom-Party. Gerade 18 gewesen. Okay, er war gerade 18. Echt? Sagt er. Behauptet er. Das erklärt einiges oder das entschärft einiges, was meine Sorgfaltspflicht angeht hier. Ich meine, er darf ja auch mit 16 theoretisch hier rein. Bloß dann... Natürlich, klar. Aber erste Gamescom-Party, war die schon hier? Ja, natürlich. Muss ja hier gewesen sein. Mit dem Bus. War der Laden, glaube ich, noch nicht offen, oder? Oder dann war ich noch nicht Teil. Okay, ich war noch nicht hier. Stimmt. Bei der ersten. Da hattet ihr die Schulbusse damals, ne? Waren das Schulbusse? Ja. Ja, wir hatten diesen American School Bus. Ja, genau. Ja, ja. Übrigens, die Subs bekommen die doppelte Chance, einen Stuhl zu gewinnen. Heißt, du hast sozusagen 2 Stimmen. Aber ich muss trotzdem, also ich müsste theoretisch, wenn ich das machen würde, trotzdem auch teilnehmen. Also damit ihr den Stuhl gewinnen könnt, müsst ihr einfach Maxnomic schreiben im Chat. Kein Ausrufezeichen, gar nichts. Einfach nur Maxnomic. Einfach nur Maxnomic. Ich hab schon teilgenommen. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich will einfach irgendwann einmal gewinnen. Einmal. Warum du? Ja, ich gebe den ja dann ab, aber... Also, ich mache es dann nochmal. Aber ich will einmal mal sehen, dass da mein Name steht. Ja, okay. Das einmal. Ich habe noch nie beim Gewinnspiel gewonnen. Ja, du hast es ja immer selbst erkämpft, deine Preise. Ja. Ja, aber es ist viel einfacher, einfach das einfach zu bekommen. Hast du recht. Nee, Gewinnspiel habe ich tatsächlich auch noch nichts gewonnen. Deswegen werde ich mit meinen 2 Twitch-Accounts wahrscheinlich gleich auch noch mitmachen. Ja, ihr müsst lediglich folgen. Und dann könnt ihr mitmachen. Deswegen folgt dem Kanal. Es sind ja auch immer mehr. Ich sehe gerade Bomber Mike folgt gerade auch. Davor Patar, Kisor. Die Leute folgen jetzt gerade, weil die feststellen, warte mal, ich muss im Chat schreiben. Aber du kannst nicht im Chat schreiben, wenn du nicht folgst. Ach, ist Follower only. Ja, habe ich aber gestern noch eingestellt. Habe ich gesagt, pass mal auf, Jungs. Wir bomben hier so geilen Content raus. Wir haben so eine geile Community. Unterstützt uns auch. Folgt dem Kanal. Es wird nicht euer Schaden sein, denn die nächste Zeit, ich hab noch Preise hier in der Hinterhand. Da wisst ihr noch gar nichts von. Beziehungsweise, ihr habt schon das eine oder andere gehört. Fernseher, krasses Equipment von Logitech und auch noch so ein... Also wirklich ein ordentlicher Fernseher. Wenn jetzt nicht irgendwie einen aus dem Keller, den wir da schon vor 12 Jahren gekauft haben, ja, so wie sondern wir neu. Fünffeier verlost haben. Original verpackten Panasonic. Grüße übrigens an eHawk8, hat einen Monat auf Stufe 1 abonniert. Noch ein weiterer Homie. So, und die Nachrichten gehen weiter. Dennis, du geile Socke. Ich habe noch nirgendwo Fotos von dir und mir EPS Season 7. Was? Noch irgendwo, nicht nirgendwo. Ich hab noch irgendwo. Ich hab noch nirgendwo auf Fotos den von uns. Auf den Final Season 10 haben wir das erste Mal ein Bier getrunken. Nein! Und auf dem ersten Finals im Expo-Gelände haben wir halt einfach 2 Tage ständig gekickert. Ja. Das klingt eher, ne? Das klingt bei mir. Ich gucke heute noch die alten ESL-TV-Sachen mit dir und Marc oder mit dir und Philly oder Mad Dog oder Jan. Geil, grüße dich. Ich weiß nicht,
kein Nickname dabei, aber ich grüße einfach den Mr. Unbekannt. Ja, tatsächlich am besten immer einen Namen dazu schreiben. Wenn ihr wollt. Müsst ihr Chronik mit C aus dem Chat. Grüße dich, mega geil. Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt geht's ab. Langsam. Jetzt hauen die Leute raus. Ausrufezeichen WhatsApp, da könnt ihr uns Nachrichten schicken. Ja, man muss es ihnen ja erstmal zeigen, ne? Man muss ihnen zeigen, dass es funktioniert. Hey Take, Grüße aus Stuttgart. Schon dabei seit Raptor-Zeiten. Also Raptor Take. Ich war nämlich kurzfristig da auch mal im Team für eine gewisse Zeit. Würde mir mal deine Einschätzung gegenüber der Female E-Sport-Szene anhören. Unterschätzt, unterrepräsentiert, was fehlt? Grüße von Nico, aka Miagos aus dem Chat. Boah, das ist ein Thema. Ich grüße erstmal noch Jekt, auch ein neuer Homie geworden. Schön, dass wir mit am Start. Also, heute werden wir das zwar jetzt nicht mehr schaffen mit den 1000 Abonnenten, aber wir sind echt auf einem krassen Weg. Sky's the limit, oder? Also, es ist also eine vierstellige Abonnentenzahl. Das ist schon so, dass man sagen muss, das ist so ein Level, was du erreichst. Hat jetzt nicht jeder Streamer. Also, klar, es gibt so ein paar High-Roller. Die haben auch 5.000, 6.000 oder was auch immer. Ich weiß nicht, was Montana Black hat. 40 Millionen. Ich wollte gerade sagen. Aber dazwischen gibt es halt noch so ein paar. So Leute, die so 1.000, 2.000 haben. Da gibt es so einige. Also einige. Darüber gibt es schon nicht mehr so viele. Und darunter, ja gut, da gibt es viele, die so zwischen 100 und 500 haben. Aber wir haben diese 100er bis 500er Macker ja schon locker geknackt. 100 bis 500? Also warte mal. 100 bis 500? Subscriber? Und das ist so... Da gibt es schon so einige. Ja, das ist so... Das hat mich ja immer interessiert, so, ja, wie die Leute davon leben können einfach. Ja, aber überleg mal, wenn du, sagen wir, du hast 200 Subscriber, ja, kriegst die Hälfte des Geldes. 200 sind 1.500 Dollar. Machst noch ein bisschen Ad-Revenue, kriegst du 700, 800 Dollar, sagen wir mal. Ein paar Bits noch, 800, 900 Dollar. Dann hast du noch einen Partner oder ein paar Donations, dann kommst du schnell auf deine 1, 2, 1, 3. Ja, aber die musst du auch noch versteuern, ne? Natürlich, ja. Aber ob das alle von denen machen, die das so halb offiziell beruflich machen? Ja, okay. Und das ist ja so eine Lage, da kann man irgendwie über die Runden mitkommen. Und dann kriegen die noch Sachen geschenkt, ein paar Produkte und so, müsst das nicht kaufen und so weiter und so fort. Das macht einem einiges einfacher. Ja, ja, ja. Aber zu der Frage, ich will sie nicht ignorieren. E-Sport-Szene für Frauen. Das Ding ist, das ist meine persönliche Meinung und ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe auch keinen Proof und gar nichts. Also erstmal, ich habe das Gefühl, Frauen spielen auch super gerne Computerspiele und Konsolen. Mhm. Auch gar nicht viel weniger als Männer. Also... Oder unlieber. Das Problem ist aber, dass die seltener high competitive unterwegs sind. Dieses, ich muss in den Wettbewerb gehen. Männer haben halt, da stinkt schon nach Ego. Weißt du, so, oh, ich mach dich kaputt. Das ist so, da ist eine Frau. Ich bin größer. Nein, ich bin größer. Nein, ich bin größer. Was denn? Klischees. Ja, nee, aber das ist ja schon. Ich kenne auch solche Frauen, das wollte ich damit sagen. Ja, aber findest du, dass es genauso viele Frauen gibt, die genauso ticken wie Männer? Nein. Das, also und das ist ja der Punkt. Zumindest nicht unbedingt, was das angeht und halt wirklich wenig im E-Sport. Zumindest selbst jemand wie ich, der es nicht so krass verfolgt, kriegt es nur sehr selten mit. Mhm. Also es waren früher vielleicht mal ein paar Showgames, die Rocket Beans oder sowas gemacht haben. Oder auch in Giga-Zeiten hatten die damals, glaube ich, mal ein Mädels-Team eingeladen, einfach mal um das zu zeigen, weil das gab es damals schon. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und wenn man andere Videos sieht, ich meine, es gibt so viele lustige Videos im Internet, wenn ein Mädel in den... Twitch, in den Teamspeak joint oder in einem Online-Game Call of Duty oder sowas gesehen wird, wie die direkt alle anfangen zu hecheln, da hast du auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Katastrophe. Also das macht es halt den Frauen, finde ich, viel schwieriger. Absolut. Dass es halt immer noch so behechelt wird, wenn ich es mal sagen kann. Nicht belächelt, behechelt, wenn eine Frau mal mit dabei ist. Ja, und das Ding ist, ja, du müsstest denen eigentlich eine eigene Plattform schaffen. Also, na warte, nicht falsch verstehen. Ein Ort, wo die nicht genervt werden. Dass sie ihr Ding durchziehen können. Man müsste dafür sorgen, dass das... Genau, das ist das Ding. Das will ich, also, ich will ja noch nicht mal unbedingt, dass die Leute... Dass, also Frauen und Männer können ja ruhig... Also theoretisch gibt es ja keinen Grund, warum man nicht zusammenspielt. Also dass Frauen in den gleichen Ligen spielen. Beim Fußball kann ich das... Oder beim Sport kann ich es teilweise verstehen, weil die körperlichen Unterschiede halt einfach da sind zwischen Mann und Frauen. Ja. Eine Frau kann nicht so schnell rennen wie ein Mann zum Beispiel, aus körperlichen Veranlagungen. Oder ist nicht so robust zum Beispiel oder ähnliches. Ne? Und dann hat man einfach de facto Nachteile im 1 gegen 1. Und ja gut, dann kann man halt nicht auf gleichem Level spielen. Aber beim Computerspielen, theoretisch ist Computerspielen das Allergeilste, weil Männer und Frauen da exakt gleich sind und die gleichen Chancen haben. Und deswegen, das wäre natürlich der Traum. Wir reden heute darüber, aber in 20 Jahren gibt es genauso viele Frauen, die Turniere gewinnen wie Männer. Gibt es denn da eine Regelung? Du bist ja viel näher dran. Also ich sehe halt bei, sei es Overwatch, sei es LOL, sei es Counter-Strike, eigentlich immer nur Männerteams. Gibt es eine Regelung, dass es wirklich nur Männer sein dürfen? Nee, oder gar nicht. Oder steht theoretisch die Möglichkeit auf? Praktisch steht die
Möglichkeit, dass jeder mitspielen kann. Okay. Aber ja. Dann finde ich es traurig. Also dann finde ich es wirklich schade, ja, dass da noch nicht irgendwie vermehrt drauf eingegangen wurde. Ja, absolut. Oder gefördert wurde vermehrt. Ja, ja, ich glaube, das musstest du halt fast schon zwangsläufig machen. Ist das dein Ernst? Strandmaus folgt dir. Das ist doch sicherlich die Strandmaus, die früher Take TV geschaut hat, oder? Ich frag mal vorsichtig, denn das ist auf jeden Fall kein Mann. Schöne Überleitung, das war wundervoll. Oder? Die Strandmaus, ich denke schon so, oh, er ist aber ziemlich genderspezifisch, nur wegen des Namens. Und dann, das ist kein Mann. Nee, das ist nämlich, also ich meine es, wenn ich mich nicht komplett irre, klar bin ich das. Geil. Die hat wirklich regelmäßig damals sehr viel zugeschaut, mega sympathisch, super nett. Und ja, also ich meine, wir haben eh einen angenehmen Chat, das muss man ja sagen. Wir haben ja nicht so einen Chat, wo die Frauen dann so mäßig unterwegs sind. Also die Männer, so dass die Frauen dann sagen, boah, ich muss hier raus aus dem Chat, hab ich ja keinen Bock. Wer weiß, was hier rumgeflüstert wird noch nebenbei. Aber ja, zumindest nicht öffentlich. Geflüstert dann, aber das sieht dann keiner. Ja, von daher mega cool. Schön, dass ihr alle da seid. Es folgen auch immer mehr Leute in den Kanal. Nächste Nachricht. Moin Dennis, richtig geiler Stream. Erinnert mich an die gute alte Zeit mit Marc und Jan. Also Marc Hoffmann und Jan Dominikus, früher von Giga und dann auch Giga 2. Die waren auf beiden Kanälen sehr aktiv. Jan Dominikus, das klingt, ist aber nicht verwandt mit Jochen Dominikus? Nein, nein, nein. Okay. Hast du mich das nicht schon mal gefragt? Das kann sein. Ich sag nur Burger Bash oder W8. W8, W8. Dieser Marc Hoffmann, ein guter Typ, mit dem ich öfter auch mal moderiert habe, auch bei Giga 1. Das war eine Show. Das war, glaube ich, die Giga 2 Show. Ah, super. Gibt es ein YouTube-Video bei uns auf dem Take-TV-Kanal. Oh, yeah. Ich quatsch mit ihm und mach irgendwas. Er sitzt neben mir, wir sind live in der Show, reden miteinander. Und ich drehe mich irgendwie weg oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Und will irgendwas machen und er sagt, W8, W8! Und ich so, und du siehst so in dem Video, das ist dann so Slow-Motion, weil das geschnitten ist. Okay. Und ich so, check das erst nicht. Und dann siehst du den Moment, wo ich so mache. W8, W8, sagt er in dem Moment so, W8, W8. Steht voll auf dem Schlauch. Und er sagt, wait, wait. Warte, warte, will er sagen. Ah. Und er sagt, W8, W8. Uff. Also, und ich so, du checkst das erstmal gar, ja, nicht im Moment. Und dann irgendwann siehst du so, während er sagt, ich mich so langsam drehe und mein Gehirn so, ratter, ratter, ratter. Und du siehst so wirklich mein Gesicht so. Es war zum Totlachen. Also wirklich zum Totlachen. Ah, Chatsprache. Unfassbar. Unfassbar. Es war schon I2, ich grüße dich übrigens. Du hast die Nachricht geschickt. Legenden-Story schreibt er nur dazu. Ja, war schon, also jetzt komme ich aber langsam nicht mehr hinterher mit den Nachrichten hier. Hey, wir haben auch immer noch ein nächstes. Ja, übrigens nochmal vielen Dank, ne? Also da möchten wir ja auch keinen Hinweis machen. Echt ein zuverlässiger, guter Partner. Übrigens, auch hier, das verlose ich ja auch noch. Oh, Liegestützen-Challenge. Ist das ein Fitbit? Einen Mi Band 4. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Das ist, also ja, ist ja. Ich dachte, das wäre kein eingetragener Markenname. Nee, 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 nee. Also, was ist denn hier? Warum? Das, übrigens kriege ich auch die ganze Zeit immer Nachrichten und das ist ja irgendwie connected. Ich kann mich ja einfach nicht so gut aus. Ist ein Fitnessband, ja, von Xiaomi, das Mi 4 Band. Und damit habe ich jetzt die ganze Zeit auch mal Sport gemacht, habe jetzt Liegestützen gemacht. Jetzt machen wir eine Liegestützen-Challenge. Leute sollen Liegestütze machen und ein Video einreichen hier und uns schicken. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Auf das Xiaomi Phone. Ja, okay, genau. Also das ist ja schon eine coole Aktivierung, weil das macht ja Bock. Dann siehst du halt das Video, okay. Leute machen Sport, das Fitnessband macht ja total viel Sinn dafür. Also wir finden schon unsere Wege, wie wir das gut einbinden hier alles. So, wer schreibt jetzt? Hey, take, Grüße aus Stuttgart. Ah ne, das hatten wir schon. Hier. L'Amazing. Moin Dennis, schön dich mal wieder vor der Kamera zu sehen. Macht weiter so. Vielen lieben Dank, L'Amazing. Das freut uns. Und jetzt kommt Eon Blue. Ah ja, cheers Dennis vom HSC10, beim 20. da mitgemacht. Richtig geile Sache, immer noch Eon Blue. Alter. Können wir mal das Bild zeigen von Eon Blue? Süßer Fratz. Süßer Fratz, ja, okay. Ja, guck mal, hier mal an. Ach so, ja, das Gesicht kenne ich aber auch. Und endlich mal einer, der kleiner ist als ich. Also nicht viel, oh warte mal. Ja. Ist in die Knie gegangen. Ah, warte mal. Boah, ganz enge Geschichte, muss man dazu sagen. Da werdet ihr jetzt gleich sehen. Bäm, da ist er. Eon Blue. Und das Ding ist, damals war der, sag ich mal, ungefähr meine Größe. Aber mittlerweile ist der irgendwie 8 Köpfe größer. Ja, das ist... Ist nicht schwer. Aber sieht auf jeden Fall noch sehr jung aus auf dem Bild. Jo, der war da höchstens 8 oder so. Wahrscheinlich.
So. Ja, geil. Eon Blue, vielen lieben Dank für all deine Hilfe übrigens. So, was denkst du? Hey Take von Armageddon übrigens. Hey Take, was denkst du, welcher Gaming-Titel der nächste große E-Sport wird? Danke für das Format, deine Geschichten sind mega interessant. Beste Grüße aus Köln. Grüße gehen zurück aus Krefeld von Robin und mir. Boah, welche E-Sport-Titel das nächste große ist, ist echt schwer zu sagen. Also das Battle Royale hier, Modern Warfare von Call of Duty gerade, dieses, was wir jetzt gleich spielen wollen mit James. Läuft das alles? Klappt das alles, James? Hast du alles mal getestet? Er ist schon richtig hype. Geh mal rein, geh mal live, check mal. Mach mir mal einen Account, Junge. Was ist da los? Ich muss vor allen Dingen muss ich gleich meinen Slang ändern, ne? Ich muss gleich den Call of Duty Slang hinkriegen, ach, oder? Ach du Scheiße. Das kriegst du hin. Ist ja, oder? Ja. Das ist dann eher so, Alter, geh mir nicht auf den Sack jetzt! Ich würde eher so sagen, Junge, Amonak, was ist hier los, ja? Amonak. Amonak. Irgendwie sowas. Okay, ich geb mir Mühe. Mach nicht Auge, Dennis. Mach nicht Auge. Noch so ein Spruch Kieferbruch. Noch so ein Ding Augenring. Können wir aufhören, bitte? Können wir aufhören? Okay. Nee, ist auf jeden Fall ein schöner Link, den wir da haben. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, die ersten zwei Fragen, die ich jetzt gerade vorhin dir gestellt habe, die kommen bei uns aus dem Discord. Da gibt es unter Discord Talk-Vorschläge. Nutzt den gerne. Wir sind das nächste Mal am Donnerstag wieder hier im Start. Wir machen es jetzt immer dienstags, donnerstags, samstags. Nice. Einfach nur, weil ich nicht möchte, dass uns die Themen ausgehen. Und auch ich muss mal zwischendurch ein bisschen recherchieren und vielleicht von euch ein paar Themenvorschläge kriegen oder mit euch in dem Discord quatschen. Haut da mal raus, was ihr noch an Fragen habt. Ja. Das Phone ist zwar immer aktiv, aber wenn das nach zwei Tagen vollgeballert ist, können wir auch da nicht alles abarbeiten. Also haut's auch gerne in den Discord, da lese ich das und dann weiß ich, was ich den jungen Mann nächstes Mal fragen muss. Ausrufezeichen Discord im Twitch-Chat, da könnt ihr im Discord-Channel joinen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, denn ich denke, das sind noch einige Leute, die noch nicht drin sind. Checkt das aus. Ich finde das Wahnsinn, ne? Wenn ich das hier so sehe. Der Silvano hat ja schon ein bisschen Angst bekommen. Der so, ey, wenn du jetzt bald mehr Subscriber auf dem Kanal hast als ich, dann schließe ich den Kanal, ne? Da muss er nochmal 365 Tage einfach das Spiel machen. Aber ey, der hat auch richtig Gas gegeben, mittlerweile auch über 1100, aber... Nicht schlecht, Es ist ja tatsächlich, also ja, wir investieren hier ja viel mehr Zeit und mehr Leute und so. Ja. Silvano macht das als One-Man-Show, der Mann rastet ja richtig aus, was ja mega geil ist. Und konstant jetzt schon, ne? Und konstant und der hat immer 1000 plus, der, also das ist natürlich richtig nice. Aber was ihr hier abfeiert, ich meine, wir geben ja auch richtig Gas, aber dass wir schon knapp die 1000 haben und ich sag mal, ich nehme jetzt mal leicht aus dem Fenster, ich denke, in absehbarer Zeit könnte es passieren, dass wir das knacken, ne? Und ihr sollt aber immer gerne, wenn ihr Starcraft 2 gerne schaut, TakeTV auschecken auf Twitch. Da seht ihr den Silvano, also immer sehr, sehr gerne. Der streamt auch so ziemlich jeden Tag. Also ist ja jetzt nicht so, dass er selten online ist, sondern so 6-7 Tage die Woche. Ah, der Junge kloppt rein, ist auf jeden Fall. Ja, und der macht jetzt Sport mit mir, heute Morgen. Schon wieder? Ah, ja, heute Morgen haben wir zusammen Sport. Bisher habe ich jetzt jeden Tag Sport gemacht. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt. Ich auch. Ich habe mir schon aus dem Keller meine Hanteln hochgebracht. Nice. Ich habe meine Liegestützgriffe bei Holzboden, da mag ich das drauf. Ja. Alles ins Arbeitszimmer stellen und nicht einmal benutzt. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag CrossFit, ohne dass du Trainingsgeräte brauchst, kannst du mitmachen. Einfach nur online zuschauen und dann... Ich werde es machen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine das wirklich richtig ernst. Ich kann es gerade nur jedem empfehlen. Viele von uns sind sehr viel zu Hause. Ja. Notgedrungen, gezwungen. Der Pete, der mich da unterrichtet, ein professioneller CrossFit-Trainer, der eine eigene CrossFit-Box hat, der kommt hier vorbei, der sagt, Dennis, pass auf, wir machen heute diese 3-4 Übungen, dann gibt es so ein bisschen Warm-up, der zeigt die Übungen, Leute können dann mitüben, ne, und sehen, okay, die sagt ein bisschen Rücken gerade, blablabla. Und dann machen wir ein Training, das geht nach dem Warm-up zwischen 6 und 10 Minuten, dann bist du tot. Dann war es das für dich. Dann hast du den Tag Sport gemacht. Das war's. Ich muss mitmachen. Keine Ahnung. Und es haben letztes Mal gestern, bestimmt locker 100 Leute mitgemacht. Dein Ernst? Das ist kein Scherz. Denn jeder konnte mitmachen. Da braucht es eine Flasche Wasser. Du brauchst eigentlich gar nichts. Zwei Stühle zum Beispiel war mal so eine Sache, die du brauchen konntest als Beispiel. Habe ich auch noch, ja? Habe ich noch. Und dann haben die Leute losgelegt und das war richtig geil. Also ich bin dabei gestorben, aber die Leute haben halt eben mitgemacht und die haben das Feedback gegeben. Mega geil, super cool. Morgen geht's weiter. 13 Uhr. Immer um 13 Uhr. Ach, das ist ja sogar eine humane Zeit zum Aufstehen für mich. Da bin ich dabei. Also schon ziemlich cool und da auch super lieben Dank an Pete. Ne? Also klar, die Box ist geschlossen. Also haben ja auch nicht die Möglichkeit, gerade ihre Leute zu unterrichten, so wie sie sonst machen vor Ort. Ja. Die machen jetzt auch gerade virtuelle Trainingssessions. Mhm. Die Leute können online zuschauen, die bei denen abonniert haben, also bei denen sozusagen angemeldet sind. Ich finde das auch mega cool. Die haben all ihren Leuten sozusagen die ganzen Trainingsgeräte mit nach Hause gegeben und gesagt, komm, nehmt das mit, was wir haben. Hast du ja ähnlich mit deinem Team hier gemacht, hast du auch gesagt. Ja, stimmt. Leute, wenn PCs, ihr was braucht, Webcams, Kameras, ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber finde ich halt mega nice, weil denkt auch nicht jeder dran oder manche wollen es vielleicht auch gar nicht, aber das ist so das Vertrauen, was du den Leuten halt mitgibst. Wusst du.
Ja, und besondere Situation bedarf einer besonderen eines besonderen Handlings sozusagen. Und bevor das Zeug hier Staub ansetzt. Ja, total. Und bei uns setzt das sehr schnell Staub an. Ich lese jetzt die beiden Dinger noch vor, würde ich sagen. Und dann, dann kommen wir so langsam zum Abschluss für heute. Weil den dritten Drink vertrage ich jetzt auch. Ja, ich muss noch nach Hause laufen. Der ist auch... Ja, der zweite war ein bisschen... Ich kann ja noch mal kurz mit Cola-Sirup... Ach, guck mal hier. Also mit verdünnter Cola. Geil. Strandmaus. Das Bild vergesse ich halt auch einfach nicht, ne? Ach du Scheiße. Boah, Strandmaus, ich will nicht den falschen Namen sagen, weil das wäre jetzt echt ärgerlich. Aber ich meine, Strandmaus hieß Jana? Oh, ich... Nehmt ihn nicht übel. Nehmt's ihm nicht übel, ist schon sehr lange. Das Bild ist von 2007, was wir uns jetzt gleich angucken. Strandmaus, wie war dein Name? Vielleicht... Sehr perfekt, schreibt sie. Ist es wirklich so gewesen? Sag mir bitte, sag einfach nur nochmal ja. Nicht nur perfekt, ich will es einfach noch bestätigt haben. Da ist es, da ist das Bild. Die Größe eines Erdmännchens. Und daneben noch eine Person, die kleiner ist als ich. Also langsam wird es unheimlich. Ja, ich heiße Jana. Cool, ja, also das können wir noch merken. Hui, Glück gehabt. Und daneben Ulrich Schulze, Flying DJ, auch ein alter Caster, Moderator, mittlerweile bei der ESL. Ein Host hier, der Mann. Host hier, der Mann. Flying Ulrich. Ja, also cool. Boah, das, manchmal, dass du den Namen merken kannst, ist, also, dass man so, du 13 Jahre her oder so, und denkst dir so, ja, nee, hast du noch im Kopf? Und nie wieder gesehen. Also, ist ja jetzt nicht so, dass man sich regelmäßig sieht, aber wenn man so viel Zeit mit den Leuten im Chat verbringt und sich austauscht, da merkst du auch den Unterschied, ob du einen Stream hast, der sehr nah an der Community ist, oder ob du einfach nur spielst, dein Ding machst, und eigentlich sind die Leute auch egal. Ja, Name XY, danke für den Sub, cool. Danke nochmal für 200 Euro. Ja, ist mir auch egal. Super nice, ich kaufe morgen ein paar neue Sneaker. Ja. Achso, da war noch eine weitere Nachricht. Eine war da noch. Die eine nehmen wir noch mit. So, da ist sie. Wann macht ihr morgen CrossFit? Ja, haben wir schon beantwortet. 13 Uhr. 13 Uhr. Aber sollte man es verpassen, YouTube, Ausrufezeichen YouTube im Twitch-Chat, die VODs von den CrossFit-Sessions werden danach hochgeladen und sind dann am nächsten Tag, glaube ich, dann auch schon live. Also am nächsten oder übernächsten Tag spätestens. Wer auch nachholen möchte. Exakt, und kann dann einfach mittrainieren, wenn man es sonst nicht hinkriegt. Finde ich übrigens sehr, sehr geil. Also den Kanal müsst ihr unbedingt abonnieren. Wir haben schon über 500 Leute drauf, obwohl das halt auch ein komplett neuer Kanal ist und wir da natürlich nicht so aktiv sind wie auf Twitch. Also ja, aber ist eh nicht möglich. Kommt Stück für Stück, es wird immer mehr. Ja, ja, total. Also es werden da jeden Tag mehrere Videos hochgeladen. Das kommt jetzt so langsam sicher. Die Jungs arbeiten im Hintergrund da aktiv dran. Das ist schon ganz nice. Das ist schon ganz nice. Ja, Grüße gehen raus an Rafa. Oh, ja. Und auch die Crew dahinter. Ja, sehr nice. So, das waren wieder, also wie schnell die Zeit vorbeigeht. Hast du den zweiten Drink auch schon leer getrunken? Nein. Du bist ein Biest. Meinst du es noch? Aber du hast meinen ja wieder vollgemacht mit Cola, ne? Ich muss auch nicht so viel reden. Also so Fragen wie E-Sport, da muss ich ja nur nicken und sagen, interessant. Ja, lass uns das nächste Mal nochmal so ein, zwei Mainstream-Themen haben, oder? Gerne, also ich habe auch noch... Wir beide zusammen mit Mainstream-Themen ist... Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage gehabt, machen wir aber jetzt nächstes Mal. Nee, das war tatsächlich an mich, was mein Lieblingsgast und was würde ich mir wünschen, was könnte so eine Theke noch an Hightech-Geräten haben. Denk nicht, ich habe die Frage nicht gelesen, ich habe sie sogar gescreenshottet auf meinem Handy, aber da kümmern wir uns dann am Donnerstag drum. Können wir auch gerne mal drüber schnacken, was kann man hier Geiles an die Bar bauen, theoretisch irgendwie in der Zukunft. Ja. Ist auch ein lustiges Thema, wo auch du bestimmt geilen Input für mich hast. Oh ja, vor allen Dingen, wir haben ja jetzt hier, also du hast schon auf die Eismaschine geguckt, die haben wir irgendwann noch geholt, aber sonst haben wir hier nicht mehr viel verändert, so, also technisch gesehen, ne? Nur noch fein geschliffen, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ja, stimmt. Es gab mal damals Diskussionen über einen PC mit Bierkühlung drin. MIFCOM. Ja, das Thema ist aber dann auch irgendwann, ich habe es bei Buddy noch ein, zwei Mal angesprochen. Stimmt, das haben die uns versprochen. Da war so, sprechen wir drüber, sag mal weiter Bescheid und dann habe auch ich es irgendwann vergessen, sorry. Ich werde das jetzt anregen. Warum natürlich nicht? Weil wenn die den noch haben, dann sollen die uns den jetzt mal schicken. Schön mit Apfelschorle-Kühlung. Dann können wir für unseren Bar-Talk, können das nutzen. Ja, machen wir nur Apfelschorle rein und ist alles natürlich, gut. Natürlich, sieht ja natürlich ganz genauso aus. Bloß kein Corona da rein. Also, Bier. Also, eine Apfelschorle reicht. Liebe Freunde, das war's schon wieder. Lass uns hier eine saubere Abmoderation hinkriegen, damit ihr einen neuen Bar-Talk auf YouTube findet. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Robin, mega geil, dass du wieder vorbeigekommen bist. Immer wieder gern. Wir sehen uns Donnerstag in alter Frische, oder? Auf jeden Fall. Mit neuen Themen. Von euch, für uns, für alle. Mit gleicher Motivation. Also, schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Das war Nabend mit Robin und mir. Vierte Auflage schon gewesen. Bis bald.